Jo, schönen guten Tag, der Ehre ist wieder da. Wir spielen Crusader Kings 2 hier mit unserem schottischen König von Irland. Und wir helfen quasi unserem, Neuschwiegersohn oder noch nicht oder was auch immer. Also dem irgendwann einmal Schwiegersohn. Jetzt läuft die englische Armee los. Wir müssen uns jetzt mal ein Stück bewegen. Ich habe ein bisschen Angst. Ich möchte jetzt nicht hier in den Kampf geraten. Weil da sind durchaus viele Leute, was so ein bisschen dazu führen könnte, dass wir, wir werden es jetzt mal hier nach Wessex durchschlagen, damit wir diese Schlacht nicht alleine schlagen müssen. Also das wäre so mein Ziel, wäre schon, würde ganz gerne, dass er sich mir anschließt. Wir kämpfen nämlich für Earl von Mercia, ja, wahrscheinlich auf seinen Anspruch. Ah ja, und wir sind wieder geplündert worden. Das ist höchst ärgerlich. Wir müssen jetzt erstmal die freundliche Armee einholen. In Desmond sind auch schon wieder Plünderer aufgetaucht. Ach Mann. Ja, aber das sind so wenig, das ist okay. So, hier wird jetzt gerade. Er befreit das gleich alles im Sturmangriff. Und wir werden uns ihm anschließen. Wir laufen jetzt einfach mal hinterher. Und schauen mal, dass wir da. So ist es sein Krieg. Kann man die Geschwindigkeit auch ein bisschen hochnehmen. Es ist natürlich echt geplündert hier. Schade, schade. Und die Bilanz ist negativ. Verlobte können heiraten. Wen habe ich denn hier verlobt? Ein... Okay, ein Höfling. Ja, das ist okay. Das war einfach nur, damit ich an meinem Hof ein bisschen Nachwuchs kriege. Ach, wenn wir jetzt hier 5 Stunden lang belagern wollen, wäre ich pleite gehen. Das wäre mir schon ganz recht. Mir wäre es tatsächlich recht, wir würden jetzt mal... Oh. Wir würden jetzt mal eine Schlacht suchen. Dieses Belagern bringt doch nichts. Ich möchte mit keinem verhandeln. Monatsbilanz ist echt negativ. Ja, wir müssen uns ein bisschen Geld borgen. Ob wir das nun wollen oder eben auch nicht, das lässt sich leider nicht vermeiden. Können wir noch ein bisschen ausbauen, aber dafür würde ich jetzt gerne das Geld sparen. Das Burgstädtchen hätte ich gerne. Naja gut, egal, wir werden jetzt erstmal... Oh, das ist ein langsamer Krieg hier. Wir müssten jetzt einfach mal... Wir müssten mal die Schlacht da unten suchen, wenn ich ehrlich bin. Das wäre schon zielführend. Wir haben schon leichte Kavallerie. Wir haben leider noch gar keine schwere und berittene Bogenschützen, aber auch nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber das finde ich krass. Also Schottland schlägt hier oben richtig zurück. Das finde ich gut. Das finde ich tatsächlich sehr, sehr gelungen. Aber es geht eben auch gar nicht vorwärts. Ach, meine Schwester. Oh Gott, die ist hässlich. Die ist ein hässlicher Stotterer, der sich immer schick macht, gerecht und tapfer ist. Naja. Aber sie ist halt die Erbin von Meath. Insofern
möchte ich schon ganz gerne, dass sie zumindest noch ein Kind kriegt. Dann habe ich halt, ist das der hässliche Eradan-Zweig? Die hässlichen Eradans muss es vielleicht auch geben, keine Ahnung. So, wir haben Shrewsbury befreit. Wir müssen den jetzt mal zur Schlacht fordern hier, das ist ja furchtbar. 31%. Um was kämpfen wir denn eigentlich? Aberkennung von Cumberland. Okay. Der wollte ihm den Titel entziehen. Er wehrt sich quasi gerade. Das ist ja spannend. Na gut, dann werden wir hier oben noch ein bisschen belagern. So traurig das dann auch ist. Passiert halt nicht so sonderlich viel auf so einer Belagerung. Da steht man dann halt rum und guckt dumm. Und wartet, bis die sich dann irgendwann mal aufessen und dann aufgeben. Also so. Oh, Schottland. Schottland, alter Verwalter. Das ist ja geil. Die schlagen die gerade schön in Trümmern. Das finde ich gar nicht schlecht. Weil der Plan steht, ich will so 3 Jahre mein Geburtsrecht holen. Also wegnehmen. Wir haben hier noch einen anderen Aufstand irgendwie an der Hacke. Und jetzt kommen sie. Und wenn du mich jetzt im Stich lässt, mein Freund, wenn du jetzt mitkämst, könnten wir dir mal richtig schön eine reinhauen. Wir könnten denen mal richtig schön einen reinwürgen. Oh, Leinster und andere Titel von Mörtern im Thronräuber. Der ist auf jeden Fall weg. Wir haben einen neuen Herzog. Moment. Das war unser Hofspitzel. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Leinster sieht jetzt so aus. Er hat das. Ossory und Dorient. Die ist aus unserem Haus. Aber das wird sich dann halt auch bald wieder erledigt haben. Und Gilakris, der ist gar nicht mehr kein Mächtiger des Reiches mehr. Das ist schon mal ganz spannend. So, wir schauen mal. Position. Wir brauchen einen neuen Hofspitzel. Haben wir denn noch irgendwo einen mächtigen Gilakris? Doch, er ist ein Mächtiger. Der wäre ein guter Marschall. Und du, mein Freund, du wärst Rufspfeife. Ne, wobei, der wäre ein guter Kanzler. Moment, wir werden mal seine Ratsposition ändern. Moment. Er soll Kanzler sein. So, dann hätten wir ihn als Marschall, könnten wir ihn ernennen. Genau. Und als Hofspitzel hätten wir dann dementsprechend noch was frei. Und könnten dann tatsächlich hier unseren Brisen, Bürgermeister von Morville nehmen, der auch irgendwie aus unserer Dynastie stammt. Und ja, den schicken wir dann nach Rom. Möge er in Rom Dinge in Erfahrung bringen. Und wir werden uns jetzt noch ein bisschen der Wirtschaftsforschung zuwenden. Weil er ist ja, der König Fergus ist ja so ein Bildungsfreak. Er hat schon ein Buch geschrieben. Da ist er gut dabei. Und der Hofkaplan. Der Hexenjäger ließ sich für diverse religiöse Gefälligkeiten bezahlen, wurde bei dem Versuch ertappt, sich derart zu bereichern. Wir sind ehrlich, zufrieden, geduldig, wohltätig, tapfer. Aber eben auch gestresst, die gehen mir alle auf den Keks. Das kann einfach nicht geduldet werden. Ja. Dann ist es so. Dann brauchen wir einen anderen Hofkaplan. Dann ist es so. Und dann wird es wieder Brian. So, die Welt wird mir nicht mehr auf dem Gemüt lasten. Ich habe zu meiner neuen Lebenslust gefunden. Ich bin allzeit guter Dinge. Das Leben ist gar nicht so schlecht. Sehr schön. Wir haben das gestresst abgelegt. Das ist gut. Einen Kreuzzug in Leeds zu führen, so weit weg von Freunden und Familie ist ermüdend. Das ist doch kein Kreuzzug. Es ist gut, dass ich befreundete Kommandanten hier habe, auf die mich für eine nette Unterhaltung und Gelächter verlassen kann. Wir sind alle für dieselbe Sache hier. Wir sind hier für. Nee, wir sind hier für Ländereien. Deus vult, nee.
Ja, wir sind schon hier fürs Prestige. Oh, was ist denn hier eigentlich passiert? Hat hier eine Schlacht stattgefunden? Alle hatten unterschiedliche Gründe, weshalb sie hier waren. Manche für die Herrlichkeit Gottes, Freundschaft. Ich bin doch gar nicht auf dem Kreuzzug. Aber Meldobin ist jetzt ein guter Freund von mir. Habe ich jetzt irgendwas verpasst hier? Das ist halt schon arg eng hier, die ganze Geschichte. Aber er hat verdammt wenig schwere Infanterie. Oh. Oh. Okay, der Krieg ist vorbei. Jetzt wollte ich gerade da zuschlagen, aber dann ist es so. Verlieren Geld. Warum verliere ich so viel Geld? Mariotta braucht einen Kindheitsfokus. Ja, sie wird mal meine Nachfolgerin, so wie das jetzt aussieht. Also insofern werde ich sie in die Pflichten des Königtums einführen. Oh, das ist also noch nie war der Zeitpunkt so günstig. Wir müssen so schnell als möglich nach Hause und dann können wir ihm direkt den Krieg um Ross und Mori erklären. Weil er ist ja quasi geschlagen. Er hat von den Schotten gerade richtig den Hintern aufgerissen bekommen. So, und jetzt ist hier. Ja, das eine Gefolge, was ich aufgehoben hatte, ist wieder weg. Das ist so bescheuert. Ich verstehe es gerade nicht, was mit diesem Gefolge los ist. Dann lassen wir es so. Meldoven. Hat Kinder bekommen. So, pass mal auf, mein Freund. Heiliger Krieg um Galloway, Heiliger Krieg um Man, nee, um Murray. Heiliger Krieg oder Jura-Anspruch, nee. Darf ich nur das? Nee, dann machen wir einen Heiligen Krieg draus. Ich kann das nicht dulden. So. Dann rufen wir unseren Verbündeten und heben unsere Truppen aus. Jawohl. Okay, Moment, er hat Leute gerufen. Keinen Elgin haben wir jetzt verloren. Das war jetzt ein bisschen zu schnell, das war ein bisschen doof. Sammeln erstmal alle Truppen. So. Jetzt läuft's doch. Jetzt hat er da so seine kleinen, aber feinen. Jetzt müssen wir unsere Truppen verbinden. Nee, du kannst doch nicht der Anführer sein. Um Gottes Willen. Ja, jetzt wollen wir direkt mal hier die Belagerung durchziehen. Ja, und von Süden kommen jetzt hier meine Leute. Dann werde ich jetzt einmal mal sagen, pass mal auf. Hier, da kannst du mal eine Belagerung starten. Soll er erstmal Galloway belagern und hier unten den ganzen Süden wegnehmen. Will er nicht, wa? Mag er nicht machen. Ja gut, Murray haben wir schon im Griff. Das läuft gut. Ja, das war gut, dass die Schotten den jetzt so richtig schön in den Hintern getreten haben. Das hat sehr gut funktioniert. Okay, die ziehen direkt nach Ross. Na gut, dann sollen sie das mal machen.
Weißt du was, ihr könnt mal dort belagern. So Dreier belagern wäre total witzig. Das fände ich ganz gut. Aber wenn wir das hier alles in unsere dreckigen, stinkenden irischen Finger kriegen, oder besser in unsere schottischen. Warum habe ich so eine miese Monatsbilanz? Ich verstehe es einfach nicht. Was ist da schiefgegangen? Verbesserte Wohntürme. Handelspraktiken. Kann man Hafen bauen? Bau. Kapelle. Übersetzerhaus. Bibliothek. Bauen wir das und machen die Wohntürme auch noch. So, jetzt haben wir gleich Ross auch noch in unseren Pfoten. Das ist ganz nett. Ja, und jetzt haben wir ihn natürlich genau im richtigen Moment erwischt. Der jagt hier tatsächlich echt Truppen. Das ist echt, er mag nicht belagern. Er findet Belagern ziemlich doof. Na gut, wenn er denkt, dass das so ist, dann sei es so. Das Schlimmste, was uns jetzt passieren kann, ist, dass der sich hier zum Katholizismus bekehrt. Das wäre so das Schlimmste, was uns jetzt treffen könnte. Oh, Schottland kämpft gegen eine Invasionsstreitmacht. Ich würde euch so gern helfen. So, Prinzessin Marthok, unsere Erbin, du bist herzlicher Mensch, überheblich und verspielt. Ich glaube tatsächlich, ja, dann probier dich mal als Diplomatin. Das finde ich gar nicht so schlecht. Das ist für eine Frau, glaube ich, keine schlechte Aufgabe. So, jetzt werden wir uns die Hauptstadt vornehmen. Drei Schiffe. Naja, da wird nicht so viel kommen. So. Okay, stopp. Hier haben wir. Hier bauen wir jetzt mal eine Festung. Weil wir haben tatsächlich, weil das ja hier ein wo kann ich das hier gar nicht umschalten? Es ist ein germanisches Siedlungsgebiet. Und dann hat man sehr, 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 sehr viel Verschleiß. Also man kriegt unheimlich viel Verschleiß, wenn man als christliche Truppe in so einem heidnischen Gebiet steht. Wenn man so eine Festung baut, kann man das sehr schön umgehen. So, dann habe ich halt hier eine Festung. Das ist okay. Die kann man einfach relativ schnell dahinstellen und die verhindert genau das. Seht ihr, jetzt ist der Totenkopf auch weg. Und das ist es mir wert, weil diese Truppen zu verlieren. Es ist aufregend und erfüllend, viele Liebespartner zu haben. So viel Liebe, so viel Lust, so wenig Zeit. Ich habe das Gefühl, als würde ich mir zu viel zumuten. Nee, ich trenne mich von Mariota, ich trenne mich von Alex. Das mit der Mariota kam ja auch später. Also, das ist tatsächlich so, dass wir unsere Frau zu lieben gelernt haben, kam ja erst, nachdem wir eine Affäre angefangen hatten. Das Problem ist nur, dass ich meine Gattin gerne loswerden will, weil sie wird mir keinen Erben mehr schenken. Wobei, wir haben das über die Erbschaft ja eh geklärt. Insofern ist es mir egal. Oh, da ist eine größere Armee. Aber ich würde gerne noch zu Ende belagern. Wir haben einen neuen Papst. Und wir werden jetzt nach Moray marschieren. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Ja, er rennt weg. Er rennt weg, der Feigling. Aber Moray werde ich ihm nicht geben. Hubert ist gestorben. In irgendeinem Kampf. Wer auch immer das ist. Ich habe keine Ahnung. Irgendein Bekannter. Ja, dann gehen wir mal nach Argyle. Wir werden deine Truppen sofort auflösen. Die müssen weg. Oh, jetzt schließt sich uns auch unser Verbündeter an. Wir machen eine Reise durch die schottischen Highlands. Dafür müssen andere Touristen sehr viel Geld bezahlen. Ich krieg die so. Jetzt müssen wir natürlich über den Teich angreifen. Das ist natürlich nicht so schön, aber wir müssen ihn jetzt mal zur Schlacht zwingen. Und unsere Verbündeten sind bei uns. Das sollte funktionieren. Ja, das sieht gut aus. Das sieht ganz, ganz entspannt sieht das aus. Sehr gut sieht das aus. Jo, und dann haben wir die Schlacht von Iona gewonnen. Jetzt gehe ich direkt wieder da hoch zur Belagerung.
Also ja, jetzt machen wir wieder Plus, aus welchem Grund auch immer. Ich verstehe es halt einfach nicht, warum das so ist. Könntest du vielleicht Herzog Oswald? Oh, der Vater ist tatsächlich tot. Also wir sind quasi schon direkt jetzt mit dem Verlobten unterwegs. Wobei, wenn er jetzt die Truppen jagt, wäre das auch in Ordnung. Damit könnte ich leben. Ich würde jetzt auch gerne noch hier die Belagerung zu Ende bringen. Boah, nee, komm, 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 geh jetzt. Na gut, wir warten das ab und dann gehen wir nach Ross und verprügeln die da nochmal. So, da haben wir diese Armee nochmal. Und dann sollte es tatsächlich ja schon fast soweit sein, dass wir hier einen Frieden reinkriegen. Weil das sind so diese heiligen Kriege, muss man wirklich. Oh, hier verdienen wir immer ganz schön viel Geld. So aus dem Stand. Jetzt haben wir wieder Geld. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal den Kredit zurückzahlen. Damit wir hier die Kirchenvasallen auch wieder auf unserer Seite haben. Und das wäre natürlich ein richtig schönes Ding. Das würde mich sehr freuen, wenn wir hier diese ganze Veranstaltung für uns kriegen würden. Und da ist es auch schon soweit. Jawohl! König Fergus von Irland gewann. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Neue wichtige Entscheidung. Wir könnten. Ach nö. Clan von Ross zur Burg ausbauen. Okay, und wir können das. Hier waren noch Stämme. Okay, wir haben falsche Besitzungstypen. Gut, dem Reich einen Erben vorstellen, das machen wir jetzt nicht. Ich würde jetzt an der Stelle erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. In der Hoffnung, dass es euch nach wie vor ein bisschen unterhält. Und dann werde ich mir kurz mal ein bisschen Gedanken darüber machen, wie wir das hier gut aufgeteilt kriegen. Wir haben jetzt 13 Domänen, das ist zu viel. Ich würde gerne Moray und Buchan für mich halten und das hier muss ich noch an Vasallen vergeben. Und dann brauche ich einfach, muss ich mal schauen, wen ich da so habe in meinem Beziehungsgeflecht. Vielleicht hier Meldowin. Also Meldowin kriegt auf jeden Fall schon mal. Oh, das ist. Also Meldowin, mein Freund, er wird. Es ist ja mein Freund, also der kriegt die Grafschaft Ross mit allen niederen Titeln. Das ist schon mal ganz wichtig. So, und hier, die müssen wir dann auch noch abgeben. Da können wir noch einen zum Bürgermeister machen. Aber dann haben wir unserem Freund schon mal was gegeben. Ha, so einfach kann es sein. Jo, und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, der Ära.